Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Spooky Sunday. Was heißt das? Alle, die schon lange dabei sind, wissen Bescheid. Natürlich Grandma-Check machen, Leute. Denn ihr werdet ihn wieder brauchen. Es geht nämlich wieder um die Talking-Apps. Ganz viele von euch meinten nämlich, Becky, probier unbedingt die Talking-Emma-App aus. Und ich habe gesehen, es gibt irgendwie 3 oder 4 davon. Die werden wir heute auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal gucken, ob sie so spooky ist, wie die Leute sagen. Ich weiß auch nicht. Ich finde alle Talking-Apps generell einfach gruselig, Mann. Da immer ganz viele schreiben, Becky, probier mal das aus, probier mal das aus. Wenn ich wieder Talking-Apps ausprobieren soll, dann springt die Daumen nach oben bei 40.000 Daumen nach oben. Weiß ich, ihr habt mega Bock darauf. Schafft ihr das? Ich weiß nicht. Und ich würde sagen, let's go. Wusch. Kommen wir auch schon zur ersten App, und zwar nennt die sich Meine schwangere Katze Emma. Die sieht so aus und ja, ist wieder ab 4 und hä? Warum hat das eine Baby die Decke halt über dem Gesicht und soll irgendwie nicht gesehen werden oder keine Ahnung, was ist das? Es fängt schon mal mega gut an, nicht? Was ist, wenn Talking Tom der Vater ist? Okay Leute, ich denke mal lieber nicht darüber nach. Ich weiß nicht so ganz, irgendwie finde ich die... Nee, wir haben hier einen anderen. Seht ihr das über dem Bett? Ich bin verwirrt. Ich bin jetzt verwirrt. Aber irgendwie sieht die so sehr menschlich aus, aber halt in Katzenversion. Ich weiß nicht so ganz. Irgendwie finde ich sie creepy, aber na gut. Nicht herunterladen. Mega. Was? Creepy? Bitte lesen. Nicht herunterladen. Ich habe gesagt, in welchem Monat bist du? Und dann kamen Geräusche und sie sieht mega creepy aus. Man hört Geräusche. Ich habe Angst. Bitte nicht herunterladen. Was? Ich frage mich, wann die kleinen Katzen kommen. Ich bin erst Level 27 erst? Digga, das ist richtig weit. Wann kommen die Katzen? Ich finde es cool, es macht auch echt Spaß, aber warum kann man sich nicht um die Babys kümmern? Das finde ich ein bisschen doof. Und was ich auch noch komisch finde, am Anfang irgendwie, ob die auf das Mikrofon zugreifen können. Wollen wir sie mal öffnen? Okay, klicken, um weiterzukommen. Was ist das hier? Oh, ich glaube, das ist ihr Mann. Gehört das zu den Talking-Apps offiziell oder nicht? Ist das jetzt so eine Abklatsche oder ist das wirklich so ein offizielles Talking-Spiel wie Talking Angel, Talking Tom? Die haben geheiratet und sie ist schwanger geworden. Sieht so komisch aus. Er hat voll die rasierte Augenbraue hier. Was ist das? Streichle mich. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Okay, sieht man irgendwas in ihren Augen? Ich weiß es gar nicht. Okay. Irgendwie sind da seltsame Schatten in ihren Augen. Die finde ich jetzt schon gruselig. Aber keine Ahnung, wir zoomen mal nachher. Vielleicht ist da irgendwas zu sehen. Okay. Habt ihr das gerade gesehen? Wie sie zugebissen hat? Das war ein bisschen creepy. Toilettenpause. Hä, warum schon wieder Toilette? Was ist das immer? Okay. Oh, wenigstens geht die Tür zu. Wenigstens geht die Tür zu. Ich finde ihre Schatten in den Augen so komisch. Ich bin müde. Mach bitte das Licht aus. Okay, das geht irgendwie verdammt schnell. Was? 15 Minuten? Okay, ich schlafe gleich. Nee, ich hab jetzt schon Angst. Ich hab jetzt schon Angst. Das war doch nie so bei irgendeiner Talking-App. Benenne deine Kitty. Da steht diesmal nicht, benutze nicht deinen eigenen Namen. Wie soll ich sie nennen? Ich hab keine Ahnung. Soll ich sie einfach Emma lassen? Oder soll ich meinen Namen mal nehmen? Ich nehme mal meinen Namen. Macht es aber bitte nicht nach. Nimmt nicht einfach euren Namen oder sonst irgendwas. Aber hier war diesmal keine Warnung. Es wurde auch nicht nach Alter gefragt, komischerweise. Sind wir schon Level 2? Was? Schwarze Augen? Ich habe gerade nur dunkle Augen angetippt. Dann kam Werbung. Und jetzt steht das da? Kitty muss hören können. Warum auch Kitty? Sie hieß doch Emma. Und ich habe ihr doch gerade einen Namen gegeben. Kitty muss hören können, um etwas wiederholen zu können. Klick auf dem nächsten Bild erlauben. Mein Emma. Jetzt steht da wieder mein Emma. Möchte auf das Mikrofon zugreifen. Okay. Willkommen zur Babyparty-Sammlung. Sammle Babygeschenke, um tolle Belohnungen zu erhalten. Okay, jetzt können wir irgendwie Geschenke sammeln, oder was? Nee, ich will jetzt gerade nicht weiterspielen. Nein, danke, ich will gerade nicht. Oh, das ist gruselig. Das war gerade gruselig. Leute, habt ihr es gesehen? Was ist das? Warum leuchtet das Licht? Ist das wie ein Mikrofon? Also ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr es nicht irgendwie merkwürdig findet. Könnt sie anstupsen?
Ah, wir können sie umstylen. Das sind die schwarzen Augen, braune Augen, graue Augen, rote Augen, süße Augen, Digga, das ist nicht süß, das ist gruselig. Nee, das ist gruselig, Mann. Wo kannst du mir auf einmal nachsprechen? Ich bin schock, Leute. Voll hat sie es nicht gemacht. Okay, man kann ihre Fingernägel lackieren. Aber oh, ich habe so ein ungutes Gefühl bei dieser App, ey, ehrlich. Also ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Die haben mich nicht vorgewarnt, dass sie mich da hört. Und dann labert sie nur so ein bisschen nach und nicht bei allem macht sie das. Zum Beispiel, ja, wenn es um ihre Augen geht, der hört sie auf einmal nicht mehr zu. Aber vorhin. Willkommen in Emmas Doktoruntersuchungszimmer. Was muss ich machen? Blutdruck messen. Okay, Fieber messen. Emma hat Fieber. Sie braucht so schnell wie möglich ein kühles Bad. Okay, ich glaube, sie will spielen. Was gibt's denn hier? Haustierkampf? What? Oh mein Gott. Sprechende Katze Kimmy? Also ihr müsst wirklich Daumen nach oben geben, Leute, wenn ich auch noch die anderen ausprobieren soll. Ja, was ist das denn hier? Why is this so weird? Habt ihr gerade die Schrift gesehen? Also das Spiel hat ja super funktioniert. Irgendwie war die ganze Zeit so Schrift drüber. Ich weiß noch nicht, was das da oben ist. Das Braune, was ist das? Warum hört sie mir die ganze Zeit zu? Hallo? Emma, hallo? Warum ist diese App so weird? Ich verstehe es nicht. Hallo, Emma. Hallo, Emma. Jetzt sagt sie gar nichts. Hallo, Emma. Wegen dem Namen, den ich eingegeben habe? Emma, in welchem Monat bist du? Die hört mir nicht zu. Okay, Leute, ich glaube, ich habe genug gesehen und gehört. Also ich finde die App so gruselig, Mann. Aber wir schauen uns einfach mal noch eben die Screenshots an, die ich gemacht habe. Vielleicht erkennt man irgendwas in ihren Augen. Leute, was sind das für Schatten? Seht ihr, das sieht aus wie so ein Raum. So ein dunkler Raum. Das ist doch nicht ein normaler Schatten von dem Zimmer, wo sie da gerade drin sitzt, oder? Ist das ein Gesicht, was einen so anguckt? Oh mein Gott, was ist, wenn dieses eine Licht da irgendwie so eine Lampe ist? So eine Schreibtischlampe? Ich weiß es ja nicht. Ist da rechts ein Computer? Nee, ich finde diese App gruselig. Richtig gruselig. Kommen wir auf jeden Fall schon zur nächsten. Und zwar nennt sie sich Sprechende Katze Emma. Also so wie Mein Talking Tom. Ich glaube, so eine Art ist das. Und zwar ist die App 4 wieder. Und ja, da kannst du halt so ähnliche Sachen machen wie bei... Ja, Mein Talking Tom, denke ich einfach mal. Okay, Leute, direkt kam einfach mal, Kätzchen muss hören können, um es zu wiederholen. Auf der nächsten Seite, klick OK. Sprechende Katze Emma möchte auf das Mikrofon zugreifen, okay. Was, sie müssen auch noch Geschlecht angeben? What the? Also das musste man bei dieser Talking Tom App zum Beispiel nicht. Okay, geben wir Mädchen an und Alter, nehmen wir wieder irgendwas. Ich nehme einfach mal 50. Streichle mich bitte. Ey, das ist... Was ist das für Schnurren? Voll abgehakt. Hört ihr das? Hä? Ich kann sonst nichts machen. Hä? Warum macht ihr immer noch das Gesicht? Ist das noch normal? Ah, da. Toilettenpause. Lass uns ins Schlafzimmer gehen. Warum muss man immer die Toilettengeräusche auch allein schon mitbekommen oder so? Warum? Digga, ist ihr Schrank auf? Oh, ich könnte niemals so schlafen. Vor allem, guck mal, wie dunkel der Schrank ist. Ich hasse es, wenn Türen offen sind. Wer auch? Wäre es genauso? Ich mag das gar nicht. Gib deinem Haustier einen Namen. Ich nehme mal meinen Namen.
Kann man die auch irgendwie wieder so hauen? Why? Also Leute, ich weiß generell nicht, warum diese App so seltsam ist und dauernd hängt und irgendwie buggt und so weiter. Liegt das irgendwie an meinem Handy? Liegt das an der Uhrzeit? Woran liegt das? Das ist allein schon weird. Okay, Leute, kommen wir auch schon zur letzten Emma-App. Und zwar nennt die sich Sprechende Katze Emma Ballerina. Auch wieder ab 4 und erinnert mich extrem an Talking Angela. Oh mein Gott, was ist mit ihr passiert? Streichle mich. Hier versuche ich doch, aber geht nicht. Warum kann ich dich nicht streicheln? Ich will dich doch streicheln. Hallo. Also irgendwie konnte ich sie gerade nicht streicheln. Ich weiß nicht, was das ist. Weil kann man sie auch hauen und so voll in den Bauch und so. Die Musik ist auch voll am Durchdrehen irgendwie. Okay, schlafen kann sie auch. Ich glaube, wir müssen Licht ausmachen. Hä, sie will nicht schlafen. Was will sie dann? Okay, dann mal gucken. What? Teufelsaugen direkt? Why ist das so gruselig, Mann? Emma möchte auf das Mikrofon zugreifen, Leute. Hallo, Emma. Hallo, Emma. Hä, kann sie mir nicht nachsprechen oder was? Hallo, Emma. Hä, ich habe ihr doch Zugriff erlaubt. Warum geht das dann nicht? Und wow, sie zeigt ihre Moves hier. Also Leute, ich bin durch mit diesen Talking Emma-Apps. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die fandet. Ich fand es auch so seltsam, dass die dauernd irgendwie gehakt hat und... Die war so ganz komisch bei mir. War das bei jemandem von euch auch so? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns so beim nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb. Bye!